Tada, Finn ist hier im Gym. Und ja, Finn, du weißt, was heute ansteht? Wir haben es lange aufgeschoben, du hast dich lange gedrückt. Nein. Du hast so schöne Schuhe. Und für diese Schuhe solltest du eigentlich was leisten, was du noch nicht getan hast. Nee, ich komme ja heute dran. Du bist heute dran, du hattest eigentlich 6-7 Wochen Zeit. Vorbereitung hast du ein bisschen geübt. Liegestütz ist das Thema. Er muss 15 Liegestütze schaffen. Ist eigentlich machbar. Du nimmst ihn ja nach wie vor ab. Das heißt, das Körpergewicht wird weniger, was du hochdrücken musst. Wie schätzt du dich ein? Mau. Aber das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Aber ich weiß ja, du bist beim Bankdrücken ein bisschen stärker geworden. Da kommt im nächsten Video dann mal ein Update. Wir machen mal wieder Bankdrücken. Da bist du über einen 50 Kilo fast noch verzweifelt. Mach dich fest. Langsam runter. Komm. Reg dich richtig auf. Reg dich. Komm, Aggression. Bam, richtig aufregen. 1, 2, 3, bam, raus, hau raus, komm. Finn. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Aber ich weiß, dass es ein bisschen besser geworden ist. Dementsprechend ist ja die gleiche Muskelpartie, die dort angesprochen wird, wie bei den Liegestütz. Bist du bereit? Wir waren ja auch noch in der Eissauna vorher. Es wird dem nachgesagt, dass wir mehr Kraft haben. Das heißt, die Voraussetzungen sind perfekt. Wir sagen, du darfst dich ganz kurz aufwärmen für den Liegestütz. Ich nutze Liegestütz mal als Aufwärmen, das ist halt ein bisschen lustiger daran. Aber wärme dich kurz auf, so ein bisschen für dein Hirn. Und dann würde ich sagen, let's get ready to rumble. Was machen wir eigentlich, wenn du es nicht schaffst? Ich habe noch gar nichts überlegt. Timo, hast du vielleicht eine Idee? Schuhe weg. Schuhe weg oder ein Schuh weg? Ein Schuh. Ja, ich gehe mal hoffentlich vom Guten aus. Deswegen ganz kurz aufwärmen und dann gucken wir mal, ob Finn so ein bisschen mal hier seinen Wetteinsatz auf die Kette kriegt. Finn, du weißt, was das heißt, du kannst dich wieder vor allen Leuten blamieren oder endlich mal zeigen, was du für ein geiler Kerl bist. Meine kurze Sache, die ich dir noch rate, ist ein bisschen, versuch mal wirklich ein bisschen Aggression reinzubringen, mal so ein bisschen mental. Sonst, wenn du das wieder so, ja, dann wird es schwierig tatsächlich. Das ist viel Kopfsache jetzt. Wenn du dir einredest, ich schaff das nicht, dann kann ich dir garantieren, das schaffst du nicht. Wenn du dir aber sagst, Alter, easy, ich hau hier so und so viel Bankdrücken, komm, was will er mir mit 15 Liegestütz, Pillepalle, dann könntest du es schaffen. Das ist jetzt alles in deinem Kopf, was sich gerade abspielt. Voraussetzung natürlich diesmal flach, du darfst jetzt keine Anhöhung haben, keine Griffe. Schade. Dein Handgelenk ist auch noch in Ordnung, das macht es mit. Such dir eine Fläche aus und dann würde ich sagen 15 Stück. Bist du ready? Ich bin ready. Komm, jetzt enttäusche ich mich hier nicht. Wohin auch immer du willst, such dir deine glückliche Ecke aus. Wird hier nicht geschummelt? Wie gesagt, die Schuhe sind dann weg, Finn, das weißt du. Ich hoffe, du hast noch andere dabei, sonst musst du bei dem Wetter auf Socken nach Hause gehen. Nee, ich muss dann mit Socken nach Hause. Dann musst du mit Socken nach Hause. Aber diese Schande muss ich dann. Das tut mir leid, das ist leider so. Deswegen, 15 Stück. Keine Frauenliegestütz. Fokus, Finn. Und go, komm. Zack. 1. Gehen wir jetzt weiter runter. 2, 3, 4, 5. Komm, zieh durch. 6, 7, 8. Weiter, komm. 9, 10, komm, bleib dran. 11, 12, Arsch ein bisschen hoch, 13, mach weiter, so viel du schaffst, 14, 15, komm. Beste Marke, weiter, weiter. Geh noch ein bisschen runter mit dem Arm. Okay. Die Zusatz habe ich dir extra gegeben, weil du manchmal mit dem Arsch nicht ganz so runtergegangen bist und auch nicht ganz runter. Ja, habe ich zwei. Aber ich würde sagen, du hast 2, 3 extra gemacht, das lassen wir mal gelten. Sah noch nicht alles so schön aus. Viele werden jetzt wieder sagen, 15 Liegestütze, das war ich im Schlaf. Man muss aber wissen, das ist Finn. Ja, es ist Finn. Finn, du hast angefangen mit 3-4. Ich weiß noch, wo wir gekämpft haben mit Anhörung. Da habe ich mit Anhörung 3-4. Nach 2-3 so. 9. 10. Pass mal auf, Finn. Wir machen einen kleinen Deal. Deswegen war 15 war schon ein realistisches Ziel, wo du hast kämpfen müssen. Das wusste ich. Man muss keinem anfangen. Viele sagen immer, Göcki soll ein bisschen, man muss immer sich auch seinen Klienten ein bisschen anpassen. Ich wusste, er war immer ein bisschen schwierig mit dir, aber umso erfolgreicher ist es ja, wenn wir die Ziele hier schaffen. Wir haben jetzt ein paar Steps geschafft. Nächste Woche kommt das Body-Update. Da bin ich mal echt gespannt. Wie schätzt du dich ein momentan? Eiweiß, Kohlenhydrate gut. Körpergewicht? Da habe ich mich noch nicht gemessen. Also, da lasse ich mich auch überraschen. Also ich glaube auch, Körpergewicht wird noch leicht runtergehen, aber ich muss es noch nicht mal begrüßen, weil du solltest es ja wieder mehr essen, ein bisschen Eiweiß. Dementsprechend leidet ja auch, wenn du jetzt zu schnell abnimmst, das wollen wir nicht, deine Kraft darunter. Das heißt ja nicht, du wirst ja nicht jetzt
verlauchen und einfach nur dünn werden, sondern du sollst ja auch ein bisschen Bodyforming haben und am Ende nicht irgendwie mit hängender Haut und dünn da hängen, sondern irgendwie aufrecht stehen, ein paar Muskeln haben und kein Körperfett. Das wäre ideal. Mir wurde schon gesagt, dass man die Strukturen sieht, dass ich Sport mache. Also man kriegst langsam Flügelchen, Latissimus. Ja, auch. Auch. Also das heißt, wo ich werde. Breiter. Also ihr seht es ja alle am Gesicht, also das hat extrem abgenommen, du hattest einen runden Kopf vorher, jetzt hast du auch langsam eckigen Kopf. So, das verändert sich. Eckig, aber, ja, aber ein gut geformt. Die Wangen kommen raus, das ist auf jeden Fall cool. Man sieht auch, das war alles schon mal ein bisschen ausgefüllter, definitiv. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Du hast ja eine MyProtein-Bestellung gehabt, du wolltest ja diesen Hoodie in XXL haben. Ne, XL bis XXL, je nachdem, welche Größe. Ja, du hast mir XXL, ich habe einfach schon mal ein XL bestellt, weil wir müssen langsam mal ein bisschen umswitchen. Ja, ich mag es, wenn es etwas lockerer ist, so der Pulli. Dann trägt es ja am besten. Kleines Lob, du hast dein Ziel erreicht, aber wir sind lange noch nicht am Ziel. So, wir können ja jetzt abstimmen, Sportsmann, darf er die Schuhe behalten? Ja, es regnet draußen, wäre ein bisschen unfair, ne? Aber du hast ja dein Ziel erreicht, du hast nochmal die 2x nach Versuch zumindest. In dem Sinne, Finn, wir bleiben dran. Das wird alles schon mal. Muss nur Geduld haben manchmal. Guck mal, aber jetzt hat er gemerkt, dass es klappt. Und jetzt legt er noch nach. So, das ist immer dieses typische, dieses, oh, ich weiß nicht. Und dann müssen die Leute einmal die Sache schaffen. Und dann lachen sie drüber, über das, was sie eigentlich als schwierig angesehen haben, weil sie es auf einmal easy peasy machen. So war es bei dir übrigens auch beim Bankdrücken, ne? Wo du einfach dich ja bei den 40, 50 Kilo gequält hast. Das hat der gerade, kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, einfach die 50 Kilo 7, 8 mal easy peasy ohne Spotten weggehauen. Und da dachte ich mal, das ist alles immer noch Kopfsache. Wann kriegen wir einfach das mal raus? Weiß nicht, aber es dauert nicht mehr aber, lange. Aber 25 Liegestütze ist das nächste Ziel, ne? Weißt du ja. Oh Gott, ja. Was machen wir? Was gibst du für 25 Liegestütze? Vielleicht die passenden Socken dazu, man muss aber ein bisschen tiefer stapeln. Ne? Einen kleinen von oben. Grau auf Grau, das ist jetzt Ton in Ton, aber nicht ein paar ganz, Sportsocken her. Das ist ein hellerer Grau als genau. Die Schuhe.